Liebe Fans in der Schwalbe Arena, die noch hier geblieben sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ebenso begrüße ich natürlich die Kolleginnen und Kollegen der Presse hier im Presseraum und auch die Gäste mit Trainer Michael Roth und Manager Axel Gerken, das erste Mal zurück in Gummersbach in der neuen Arena. Ganz herzlich willkommen an dich und natürlich auch willkommen an unseren Trainer Emir Kurtagic und an unseren Manager Frank Flatten. Ich darf übergeben an den Trainer der Gäste und um die erste Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, schönen guten Abend. Ja, es wird heute ein Spiel, das geprägt war letztendlich auch von Nervosität, gerade die ersten Minuten, denke ich, aufgrund, dass Gummersbach nach wie vor, denke ich, sehr viel Druck verspürt und wir Druck verspürt haben, indem dass wir das letzte Heimspiel noch relativ schwach gespielt haben. Das nimmt man nicht so einfach weg. Und ich denke, der Knackpunkt war nach einem 9-5, wo Gummersbach wirklich dann auch bis dato dann sehr gut gespielt hat, dass wir nach der Auszeit relativ schnell zum 9-9 kamen und das Spiel drehen konnten. Das war schon so, dass wir da sehr unruhig waren und dass die Auswechslungen dann auch gefruchtet haben und wir dann schon in Führung gehen, erste Halbzeit, was so nicht absehbar war. Und dann aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir uns dann extrem gesteigert haben, was vor allen Dingen das Abwehrverhalten anging, die Torhüterleistung war gut, haben wir es dem VfL dann sehr schwer gemacht. Die Rückraumspieler, die jetzt gerade noch in Eisenach sehr gut gespielt haben, die haben wir heute nahezu eliminiert und von dem her waren wir natürlich dann sehr zufrieden. Trotzdem war es dann so, dass wir die Chance hatten, das Spiel noch früher klarer zu entscheiden mit klaren Einwurfgelegenheiten. Und das ist dann immer ärgerlich, wenn man ja so dicke Chancen auslässt und Gegner vielleicht wieder zurückbringen kann. Aber letztendlich, glaube ich, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Und für uns war das natürlich ganz wichtig, nach dem Spiel gegen Wetzlar, wo wir doch alle sehr enttäuscht waren, wieder erfolgreich gleich zu sein. Da hat die Mannschaft jetzt auch dazugelernt. Und wie gesagt, wir wünschen dem VfL natürlich für die restlichen Spiele alles Gute. Und wir werden uns jetzt eine Woche vorbereiten auf das nächste schwere Auswärtsspiel in Göppingen. Dankeschön. Vielen Dank, Michael Roth. Emir, bitte deinen Kommentar zum Spiel. Ja, Glückwunsch an Melsungen zum verdienten Sieg. Am Ende, denke ich, haben wir nur die ersten 20 Minuten wirklich gut gespielt. Da haben wir sehr kompakt in der Abwehr gestanden, haben Bälle gewonnen. Lütti hält zwei, drei wichtige Bälle, wo wir uns eine kleine Führung ausspielen. Und dann kommen zwei, drei Sachen zusammen, wo wir erstens unnötig nervös werden, unnötig Bälle wegwerfen und somit auch Melsungen wieder ins Spiel bringen. Dass man sie hier nicht mit 10 Toren aus der Halle schießt, ist auch klar. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Aber wir haben meiner Meinung nach einfach zu leichtfertig diese Führung aus der Hand gegeben und zu leicht Gegner ins Spiel geholt. Und dann gibt es aus meiner Sicht einen Knackpunkt im ganzen Spiel, wo wir Überzahlspiel einfach fast jedes Überzahlspiel verloren haben. Und ich beginne mit der Abwehr, wo wir unnötige Tore kassiert haben, wo wir wo Melsungen Überzahl schafft in eigenen Unterzahlangriff. Das sind Sachen, die uns nicht passieren dürfen und das war heute wirklich schwach von uns. Ja, am Ende eine deutliche Niederlage zu Hause. Ist sehr bitter und sehr enttäuschend, weil wir eigentlich hatten wir vor, heute Punkte zu holen. Das ist uns nicht gelungen und ja, Gratulation an Melsungen und wir müssen jetzt uns wieder steigern. Es ist eng, unten ist sehr eng und wir brauchen Punkte. Emil, vielen Dank. Axel, zum einen bitte ich dich um die Einschätzung zum Spiel und zum anderen auch vielleicht noch ein paar Worte zur neuen Arena. Du bist das erste Mal heute hier. Wie gefällt sie dir? Ja, guten Abend. Da kann man natürlich nur Glückwunsch sagen zu dieser tollen neuen Arena. Wir sind sehr neidisch in Melsungen darauf, weil wir haben im Moment nicht so eine schöne Halle. Und der Gesamtkomplex hier auch vor allen Dingen mit der Halle 32 angedockt und die Halle als solches ist, glaube ich, sehr gelungen. Und ich glaube auch, die Zuschauerresonanz spricht dafür, dass die Zuschauer auch dieses Projekt ganz toll finden. Und da kann man dem VfL Gummersbach nur dazu beglückwünschen. Zum Spiel
Für den sportlichen Teil ist unser Trainer zuständig, hat dazu auch alles gesagt. Ich sage nur, wir sind sehr glücklich, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten nach dieser tollen Woche, nachdem wir zunächst den Bergischen HC dann geschlagen haben, dann ins Final Four eingezogen sind gegen Göppingen und dieser phänomenale Heimsieg gegen Kiel, haben wir dann eine richtige Klatsche bekommen und sind alle wieder richtig auf dem Boden gelandet gegen Wetzlar. Und deswegen war es sehr wichtig, dass wir heute eine entsprechende Reaktion zeigen. Und das haben wir in meinen Augen getan und haben dieses Spiel am Ende gewonnen. Und wie gesagt, darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Danke, Axel. Frank, deine Einschätzung zum Spiel und vielleicht auch zu den 3.923 Zuschauern. Ja, schönen guten Abend alle zusammen und Glückwunsch nach Melsungen zum verdienten Sieg. Ich denke, zum Spiel gibt es nicht viel mehr zu sagen. Die Mannschaft hat sich viel vorgenommen heute, das merkte man schon in der Kabine, aber die Nervosität war halt sehr, sehr groß und nach der Führung haben wir alle gedacht, es geht so weiter und wir haben leider verdient verloren, das muss man so sehen, aber so ist der Sport nun mal. Ich bin sehr froh und sehr stolz, dass wieder über 3.900 Zuschauer in der Arena gewesen sind. Ich glaube, da kann man drauf aufbauen und das zeigt auch, dass Handball hier in Gummersbach eine sehr große Bedeutung hat. Und wir wollen jetzt das nächste Mal wieder zeigen, dass wir auch Punkte in Gummersbach halten können. Dankeschön. Frank, vielen Dank. Gibt es Fragen an die Beteiligten? Das scheint in der großen Runde nicht der Fall zu sein. Dann sage ich vielen Dank an alle und wünsche natürlich den Gästen gute Heimfahrt. Tschüss.